Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und das erste, was mir gerade auffällt, wir haben ja jemanden Neuen auf der Map, oder? Wer ist das denn? Ach, Suizel ist das. Hi Suizel. Hast du die Planet Zoo geholt? Mega nice. Der kleine Bengel steht oben in... Oh Gott, lass mich nicht lügen. Schweden? Mit einem Fuß in Schweden, mit dem anderen in Norwegen? Oder ist das schon Finnland? Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ich glaube, hier links ist Norwegen, da ist Schweden, so länglich nach oben. Und irgendwo hier oben ist Finnland. Kann das sein? Kann auch sein, dass ich gerade komplett falsch liege, wenn ich ehrlich bin. Aber warte mal. Oh, keine Ahnung, Mann. Die Weltkarte, das ist nichts für mich. So, ich lese mal vor, von wem der heutige Zoo kommt. Der heutige Zoo kommt vom guten Luca. Und Luca hat geschrieben, Hallo lieber Dandy, diesen Text darfst du gerne vorlesen. Ich möchte dir heute mal meinen Zoo zeigen, an dem ich bis jetzt einen Tag gearbeitet habe. Noch gibt es nur 5 Gehege, aber es wird noch weiter gebaut. Bis jetzt gibt es 2 Themenbereiche, einmal Dschungel und Afrika. Beide sind noch nicht fertig, es fehlt noch viel, aber in Zukunft wird es noch asiatische und europäische Themenbereiche geben. Wenn du Lust hast, kann ich dir so in 1-2 Monaten nochmal diesen Zoo schicken, nur in weitergebaut. Schaue dir übrigens den Zoo gerne auch mal bei Nacht an, es gibt einige leichte Lichtspiele. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Aber nun hoffe ich, hast du einen angenehmen Aufenthalt in Tropos. Liebe Grüße, Luca. Luca, ich freue mich auf dein Zoo. Dein Zoo heißt Tropos und genau den werden wir jetzt besichtigen. Wir sind in Tropos angekommen und werden jetzt deinen Zoo besichtigen, Luca. Ich freue mich schon drauf. Das Erste, was mir positiv aufgefallen ist, hier sind kaum rote Nachrichten. Beim letzten Zoo war das ja genau das Gegenteil. Da waren ja mehr tote Tiere als lebendige. Aber ich freue mich jetzt schon auf deinen Zoobesuch. Bin sehr gespannt. Und wir schleichen uns mal hier um die Ecke. Das mit dem Lauftempo habe ich übrigens immer noch nicht rausgefunden, ob es da eine Alternative gibt. Boah. Okay, man sieht jetzt schon, dass es ein cooler Eingangsbereich ist. Oh mein Gott, das ist schön, oder? So auf den ersten Blick, stellt euch mal vor, ihr kommt hier rein und werdet so begrüßt. Oh, hier ist sogar Musik. Schön. Ich glaube, du bist der Erste, der Musik in seinem Eingangsbereich hat. Sowas ist natürlich nice, wenn man das wirklich aus Besucherperspektive begeht, ne? Oh, guckt euch mal an. Die ganzen Details jetzt hier schon. Ist richtig cool. Hier so direkt Wasser mit so ein paar Seerosen. Felsen und so. Palmen. Geldautomaten. Und das ist sogar schon das erste Gehege. Oh, die Musik ist toll. Das feiere ich. Okay, diese Schirme hier sind vielleicht nicht die besten, um die auf den Tisch zu stellen. Vielleicht hättest du die, ich weiß nicht, ob ich das mal eben machen... Oh, falscher Knopf. Ob ich das mal eben machen sollte. Vielleicht hättest du diese Standfüße hier in den Boden versenken müssen oder so. Oh, kann ich jetzt gar nicht bewegen. Ist ja auch egal. Das sind ja eigentlich diese beschwerten Standfüße, die man auf den Boden stellt. Vielleicht hättest du die in dem Tisch versenken können. Dann hätte das vielleicht ein bisschen besser ausgesehen. Also sieht das ein bisschen strange aus, muss ich sagen. Aber es ist nur ein ganz kleiner Manko, also nicht böse sein. Ich bin wirklich gerade geflasht. Sehr schöner Eingangsbereich. Ich finde das auch schön, dass du das hier schon so dicht gebaut hast. Hier in der Ecke hast du dann ein paar Geldautomaten, da kann man sich Geld holen. Wirklich einen sehr schönen Eingangsbereich, also richtig nice. Kommen auch gleich noch zum Springbrunnen, aber jetzt gucken wir erstmal hier die Affen an. Die Frage ist, die Bonobo-Äffchen sind das, ne? Hm, schauen wir mal. Scheiben sind natürlich wieder kaputt, das ist ja irgendwie immer so. Das mit der Musik ist echt schön. Das ist richtig schön für die Atmosphäre hier, wenn man den Zoo begeht. Oh, da ist ein Affe. Da. Das ist ein Baby sogar, oder? Oh, da kommt noch einer. Oh, komm her. Komm zur Scheibe. Oh, wie cool. Affen sind auch mega nice, ne? Ich bin auch noch gar nicht richtig dazu gekommen, coole Affengehege zu bauen. Aber dafür, dass du das in einem Tag errichtet hast, bin ich jetzt schon ziemlich begeistert, weil das erste Gehege sieht ja optisch schon mal sehr nice aus. Mit den Felsen, Wasserfall und alles. Also das ist schon ziemlich krass. Und da du sagst, du hast schon 5 Gehege fertig, scheinst du wirklich ein guter Bauer zu sein. Not bad. Mir gefällt auch dein Baustil. Sieht sehr cool aus. Lauf doch nicht weg. Wie klein der ist, ne? Guck mal eben, was das für einer ist. Genau, das ist ein Bonobo. Oh, Sozialverhalten. Platz. Ja gut. Man kann es nicht allen recht machen. Oh, hier schlafen sogar noch einige. Hast du hier gar kein Stroh als Schlaf? Fläche gemacht, weil die hier so auf dem eiskalten Boden liegen. Oh, sehen schon süß aus, ne?
Oh, guck mal, da ist das Baby. Komm mal her. Nicht weglaufen, Kleiner. Hey? Kleiner Dandy, bleib stehen. Dreh dich mal um. Nein, irgendwie hat er nicht so Bock auf uns. Ach, wie cool. Also ich finde deinen Zoo bis jetzt sehr, sehr nice. Du hast auch echt schöne Felsarbeit geleistet, muss man sagen. Hier unten ist der Mitarbeitereingang schön in den Felsen eingebaut. Fällt mir sehr gut. Hier der Wasserfall. Oh, Wasserfall. Sieht auch nicht schlecht aus jetzt, ne? Finde ich echt ganz cool. Echt ein bisschen zu viel Wasser, aber nö, eigentlich geht das schon. Bin ja immer nicht so der Fan, wenn man so übertreibt damit, aber sieht eigentlich noch ganz nice aus. Ich finde, das sieht cool aus in Verbindung mit diesen dunklen Felsen, weil das Wasser so schön hell ist. Und so einen schönen Kontrast. Hier, der Baum ist vielleicht auch nicht ganz ideal platziert, aber das sind alles so Kleinigkeiten. Also alles in allem sieht das Gehege wirklich mega nice aus. Dafür, dass du so wenig Zeit da rein investiert hast. Ja, was heißt wenig Zeit? Ein Tag ist schon viel Zeit, aber du hast ja noch vier weitere Gehege. Finde ich schon sehr beeindruckend, wenn ich überlege, wie lange ich für sowas immer brauche. Scheint wohl nicht der kreativste Bauer zu sein. Ich brauche halt immer ein bisschen mehr Zeit. Jetzt spielen wir Beethoven. So, weiter geht's. Schauen wir uns mal diesen wunderschönen Platz an. Du hast hier auf jeden Fall alles abgeschirmt. Überall diese Palmen und, was sind das für Steine? Sind das Tropensteine? Ich glaube schon, ne? Ja, Tropenfelsen. Okay. Oh, was ist jetzt? Oh, da sind Tiere in Transportbox. Die muss ich da vielleicht gleich rausholen. Mal schauen. Ja, aber ein sehr schöner Stil. Auch hier mit diesen Brickstein, also diese, wie nennt sich das auf Deutsch? Ach, ihr wisst schon. Und dann diese London-Dächer, so nenne ich die eigentlich immer. Sieht ganz cool aus, da auch diese Uhr. Ist schon ein sehr schöner Stil, hast du hier gemacht. Aber mein absolutes Highlight ist die Musik. Einen sehr schönen Brunnen hast du hier auch gebaut. Ah, da schwebt was. Was ist das? Ist wahrscheinlich Licht oder so, ne? Du meinst ja, du hast ja auch Lichtspiele eingebaut. Aber alles in allem ein sehr schöner Platz. Den gucken wir uns auch gleich nochmal von oben an. Hier sind dann auch noch einige Läden. Hast aber alles hier in diesem Stil gelassen. Finde ich mega cool. Sehr schön. Toller Eingangsbereich. So, rechts oder links? Das ist die Question. Hier ist Afrika. Auch ein sehr schöner Eingang hier oben. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal rechts. Weil ich glaube, die Bonobos gehören schon so ein bisschen dazu. Und hier sind aber viele Menschen. Ey, lasst mich durch. Gedränge. Okay, hier haben wir auf jeden Fall die Tigers. Cool. Ja, wir gehen mal wieder durch den Zaun durch, damit man besser sieht. Da ist der Tiger. Bitte nicht fressen. Ja, cool. Ist ein bisschen klein aus, das Gehege, ne? Muss ich sagen. Aber auch hier wieder schön mit Felsen drumherum gearbeitet. Sieht ja nice aus. Guck mal, hier hast du auch den Zaun sogar mit solchen Säulen gemacht und da oben die Lautsprecher dran. Auch nicht schlecht. Coole Idee. Na, Tiger? Bist du alleine hier in dem Gehege? Hm. Weiß nicht, ob es nämlich zu klein hier ist. Ja, Platz, habe ich mir schon gedacht. Ein kleiner, fieser Tierquäler. Zu wenig Platz. Kann man das denn hier genau nachgucken? Ich weiß das immer gar nicht. Gehege ist zu klein, ja. Gut. Kann man ja noch ein bisschen erweitern, also nach hinten oder so. Oder hier oben. Du könntest ja noch Klettermöglichkeiten oder so einrichten. Ich glaube, Tiger sind ja relativ gut im Klettern. Vielleicht könntest du hier noch so ein paar Brücken hochbauen auf die Felsen und das nach hinten noch erweitern oder so. Das könnte, glaube ich, echt cool aussehen. Boah, hierfür hatte ich sogar auch noch eine Idee. Du hast ja hier so einen coolen Schlafplatz. Vielleicht könntest du hier noch so eine Untererde-Viewing-Gallery machen. Das ist immer schwierig, die deutschen Wörter zu finden, ne? So eine Beobachtungsdingens halt. Hier könnte man zum Beispiel Glas einsetzen. Oh. Ripp. Okay, schauen wir mal ganz kurz von oben uns das an. Der Platz. Sieht nice aus. Jetzt, wo ich gerade die Kamera verkackt habe. Das ist ein richtig schöner Platz, ne? Richtig cool. Oh, hier hinter ist auch der Mitarbeiterweg. Das habe ich gar nicht gesehen. So gut hast du das versteckt. Ja, nice. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Ich habe jetzt hier das Glas eingesetzt. Du könntest rein theoretisch sogar hier hinter noch so einen Besucherweg machen. Dann hier vielleicht die Klippen noch ein bisschen bearbeiten, sodass die Besucher die Tiger beim Schlafen beobachten können. Dann musst du natürlich dieses Einwegglas nehmen, was man... Nicht Einwegglas. Ja, doch, heißt das Einwegglas? Oh Gott. Ja, auf jeden Fall das Glas, wo man nur von einer Seite halt durchgucken kann. Das ist auf der anderen Seite halt getönt. Oh, da ist gerade ein Mitarbeiter, das ist gut.
Einweg klingt so, von wem man schmeißt das weg. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Gehen wir wieder in die Besucherperspektive und gehen mal weiter. Hier ist auf jeden Fall der Tiger. Aber auch ein schönes Gehege. Nur halt ein bisschen klein, ne? Aber macht ja nichts. Das ist jetzt wahrscheinlich der Dschungelbereich, ne? Ja, hast du ja geschrieben, Dschungelbereich. Was haben wir denn hier? Lemuren, beziehungsweise Katas. Und, oh, wie heißen die denn nochmal? Hallo. Das ist Kata. Oh, die sind so süß. So süß. Wie heißen die denn nochmal? Sind auch so niedlich, ne? Roter Fari heißen die, oder Wari. Mega nice. Schönes Gehege. Stehen leider gerade auch wieder viele Leute. Cool geworden. Coole Optik. Ja, alles richtig schön bepflanzt. Die Felsen. Auch hier wieder ein Wasserfall. Also, mit Wasserfällen hast du dich ordentlich ausgetobt. Aber Wasserfälle sind meiner Meinung nach auch immer ein richtig schönes Highlight für so Gehege. Muss man einfach sagen. Weil die einfach so ein bisschen Bewegung und so mit reinbringen. Ist auch so eine schöne Brücke gebaut. So ein paar Klettermöglichkeiten. Ich finde es cool, dass du hier so keine Seile benutzt hast, sondern so Lianen. Das ist eine sehr coole Idee. Hier ist noch Wasser. Oh. Der haut da schon gegen die Box. Wollen wir ihn mal befreien, wa? Nummer 1. Kümmern uns um deinen Zoo, keine Sorge. Wir wollen ja nicht, dass die Tiere so enden wie im letzten Zoo. Dann wollen wir die Tiere auch sehen. Oh, wie viele das sind. Ist leider ein bisschen schade. Das passiert manchmal, wenn die Tiere irgendwo sich einklemmen oder nicht mehr weiterkommen oder so im Gehege, wenn die da rumklettern. Habe ich auch schon ganz oft gehabt. Als du so Stellen siehst, wo das öfter passiert, musst du die halt so ein bisschen umbauen. Aber ansonsten ist das halt, kann man da nicht viel gegen machen. Die sind so süß, diese Äffchen, ne? Hammer. Die hatte ich ja auch schon auf der Schulter. Habe ich euch ja sogar schon mal ein Bild gezeigt. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr das Bild gesehen habt. War mal irgendwann in einem Planet Zoo Video. Ey, wie schnell die hier rüberlaufen über die Lianen. Das ist ja mega cool. Vor allem sieht das richtig gut aus, wie die da rüberlaufen. Oh, wunderschön, oder? Wirklich wunderschön. Ist mega nice, wie die da rüberlaufen. Sieht echt gut animiert aus. Und normalerweise sieht es beim Klettern meistens immer ziemlich doof aus. Aber scheint hier bei den Lianen richtig gut zu funktionieren. Ja, cool. Tolles Gehege. Hier geht es auch nochmal hoch. Da sind auch noch so ein paar Spielzeuge. Hier ist auch nochmal so ein Baby. Hi, du. Ja gut, gehen wir weiter. Tolles Gehege auch mal wieder hier. Oh, hier schwebt es ein bisschen und sowas. Aber das sind alles so Einheiten. Das Ding ist ja auch mal, es wird immer so sein, wenn ich hier den Zoo aus Besucherperspektive besichtige, werde ich immer Sachen finden, die ihr beim Bauen nicht seht. Weil ich sehe das Ganze halt aus einer ganz anderen Perspektive als ihr von oben. Das ist halt immer das Ding. Aber es ist natürlich auch positiv, ne? Wenn ich hier ein paar Sachen sehe, beziehungsweise wenn ihr das guckt und das sogar selber bemerkt, dann könnt ihr die Sachen natürlich alle anfassen. Hier kommen wir in den Afrika-Bereich. Ja, Eingangsbereich hier oben sehr schön gemacht. Aber was ich ein bisschen doof finde, sind diese Felsen hier. Wenn sie vielleicht immer so ein bisschen drehen müssen oder so. Sind halt immer in der gleichen Rotation und sowas. Sieht dadurch halt ein bisschen links aus. Aber wenn man überlegt, dass du nicht so viel Zeit investiert hast bis jetzt, das wirst du ja sicherlich noch anpassen hier. Wahrscheinlich nur der Grundriss. Oh, hier sehe ich auch schon die Lichter. Bam, 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 bam. Also das mit der Musik ist awesome, dass du das eingebaut hast. Das müsst ihr immer machen, Leute, wenn ihr mir Zoos einschickt. Macht einfach so eine schöne Atmosphäre. Sieht leicht, dass man in einem anderen Bereich ist. Richtig cool. Sand. Hier fehlen vielleicht noch ein paar Büsche und sowas, damit es realistischer aussieht. Und diese Fackeln. Cool. Willkommen in Afrika, würde ich mal sagen, ne? Schön die Häuser im Afrika-Stil. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind die vorgefertigten Häuser. Bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Ist aber meiner Meinung nach auch nicht schlimm. Hier sollen wohl noch Vivarien hinkommen. Einige. Sehr cool. Aber auch hier eine richtig schöne Fressmeile hast du gebaut, ne? Ja, cool. Das gefällt mir. Auch alles hier schön mit Bäumen abgeschirmt und so. Sehr cool. Und hier in der Mitte hast du sogar nochmal so einen Wasserbereich und das auch ein Gehege. Ich laufe mal wieder ein Stück zurück, Leute. Jetzt hier mir nur die Fressmeile einmal angeguckt. Jetzt gehen wir von geradeaus direkt auf das Gehege mal zu. Den Wasserbereich hier finde ich auch sehr schön. Den hast du halt nochmal so als Deko in die Mitte gesetzt. Coole Idee. So, hier hinten geht sogar nochmal die Fressmeile weiter. Und da sind auch nochmal Vivarien und sowas.
Aber wir gehen jetzt hier geradeaus Richtung des nächsten Geheges. Was hat sie denn hier? Ganz wichtig. Ein Headset. Oder was ist das? die auch. Was ist das? Die Kinder auch. Sind das solche Infodinger, die man bekommt? Wo man dann Infos über die Tiere kriegt? Sehr cool. Was haben wir denn hier? Pantero Leo Leo. Okay, afrikanische Löwen. Da sind sie. Da ist ein Weibchen. Das ist ein Futter. Einmal Futter für die Löwen. Zebra. Okay, die verstecken sich wohl gerade. Aber ich glaube, hier geht es einmal komplett drumherum. Also hier kann man wirklich gut die Löwen beobachten. Das Gehege ist vielleicht ein bisschen flach. Ich meine, so eine Savanne ist auch sehr, sehr flach meistens. Aber so ein ganz paar kleine Hügel und sowas sind, glaube ich, nicht verkehrt hier. Oh, das sind sogar Babys. Oh mein Gott. Also hier geht es nochmal rum. Wieder ganz viele Läden. Finde ich sehr cool. Man kann die wirklich rundum beobachten, die Löwen. Mega nice. Also hier geht es wirklich einmal komplett drumherum. Aber ja, wagen uns jetzt mal rein. Oh, so putzig. Spielt der mit Fliegen? Hä? Lol, der ist gerade gewachsen, oder? Ausgewachsen. Wow, wir haben es live miterlebt. Ist ja laut. Ein Männchen geworden. Beziehungsweise war schon ein Männchen. Ist ja jetzt ein ausgewachsenes Männchen. Nehmen wir nochmal ein Weibchen. Oh, oh. Boah, jetzt sehen wir gleich das Battle zwischen den Männchen. Der eine, der links leuchtet, so ein bisschen, den habe ich noch markiert. Das ist der, der gerade erwachsen geworden ist. Oha. Oh Gott. Alter. Jungs, ganz ruhig. Die zerfetzen sich ja richtig. Oh mein Gott. Okay, er hat auf den Sack gekriegt, so wie es aussieht. Verletzt sogar. Oh. Ja, da hat sich das, der Papa wahrscheinlich durchgesetzt gegen sein eigenes Kind. Ja, so ist das halt, ne? So ist das. Aber hier haben wir noch Babys. Und ein paar Weibchen. Die sind so knuffig, die Babys, ne? Guck, wie er rennt. Ah, mega. Planet Zoo ist so ein hübsches Spiel, ne? Kann man nicht anders sagen. Hat auch so einen tollen Grafikstil. So, weiter geht's. Löwen haben wir gesehen. Und jetzt müsste laut der Zählung eigentlich nur noch ein Gehege kommen. Das kommt hier vorne. Okay. Was haben wir denn hier? Oh Gott, die ganz fiesen Vögel. Vor den Dingern habe ich ja richtig Angst, ne? Muss ich sagen. Das ist ein schöner Unterschlupf gebaut. Ja, hier bist du wahrscheinlich noch nicht mit der Hintergrunddekoration fertig. Aber man sieht schon, in welche Richtung das gehen soll. Ich glaube, du willst hier noch ein bisschen mehr Berg und so bauen später. Richtig cool. Also für einen Tag, dass du da wirklich nur einen Tag dran saßt, ist es wirklich Hammer geworden, der Zoo. Kann man nicht anders sagen. Also du hast schon so viel gebaut und es sieht wirklich gut aus. Also du scheinst sehr kreativ zu sein, Luca. Sehr, sehr nice. Also ehrlich jetzt mal, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr vor diesen Dingern auch Angst habt. Also wenn ich so einen in echt sehen würde, guckt euch diesen Kopf an, ey. Der zerpickt euch richtig. Da ist er. Also ich habe wirklich Respekt vor den Dingern. Ah, das mache ich. So. Ja, es sind sicherlich noch einige andere, die Schiss vor denen haben. Ich meine, ich finde die cool, aber sie sind auch sehr furchteinflößend. Wobei so ein kleines Baby ist schon sehr putzig, ne? Den finde ich süß. Sieht ja lustig aus. Also, guck mal, so ein... Das ist einfach nur so... Oh, so eine Murmel mit so ganz kleinen Mini-Schnubbeln und so Mini-Hals und Kopf. Einfach so eine Kugel. Richtig süß. Aber die Eltern, mit denen will ich keinen Stress. Wir haben Baumini offen. Schau ich die an, ey. Da sind schon fiese Dinger. Aber sehr cool. Also der Zoo wird richtig cool. Schick mir den auf jeden Fall nochmal ein, wenn der fertig ist. Schauen wir uns den jetzt nochmal von oben an ein bisschen, Leute. Also hier haben wir angefangen, Eingangsbereich. Hier waren wir vorhin auch schon. Das ist das Tigergehege, Bonobo-Gehege, Katas und Waris waren es, glaube ich, hier. Das mit den Lianen finde ich Hammer. Das werde ich auch in meinem Kopf abspeichern, wenn ich mein Affengehege baue. Vor allem, dass die da auch so rübertouren, finde ich nice. Und dann haben wir hier hinten den Afrika-Bereich. Ja, man sieht das hier. Also hier hast du halt erstmal nur provisorisch das hin platziert. Aber wenn ich irgendwas
kritisch oder so äußert, dann nimmt das auch nie böse oder so, ne? Wird das immer positiv. Freue mich immer sehr darüber, wenn ihr mehr Zoos einschickt. Und ich kenne das ja, man wird halt nicht richtig fertig. Die sind jetzt auch nochmal so Kanten und so, das sind alles so Kleinigkeiten. Aber das wirst du sicherlich noch alles verbessern. Aber an sich sieht das schon nice aus. Du hast hier auch richtig gute Wegarbeit gemacht, muss man einfach sagen, wenn man sich das mal von oben anguckt. Sehr gleichmäßig, sehr schöne Wege hier gebaut. Richtig cool, Luca. Ist noch nicht groß, aber es war schon ein sehr schönes Erlebnis, muss ich einfach sagen. Hier ist das Straußengehege, hier das Löwengehege. Ja, ich würde sagen, wir haben alles gesehen, Luca. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Luca fandet. Ich fand ihn mega gut. Also weiter so, Luca, und schicke ihn mir dann gerne wieder ein. Und falls ihr auch mal einen Zoo habt, den ich bewerten soll, unten in den, nicht in den Kommentaren, in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Könnt ihr mir per E-Mail schicken. Aber wie gesagt, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Falls euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Ja, Leute, ich melde mich hier nochmal zurück. Ich habe natürlich eine wichtige Sache vergessen. Das ist mir von meinem Schneiden aufgefallen. Nämlich habe ich vergessen, dass wir das Ganze uns ja noch bei Nacht angucken müssen, weil er ja dazu geschrieben hat, dass er hier tolle Lichter eingebaut hat. Darüber bin ich auch, darauf bin ich sehr gespannt. Deswegen werden wir das jetzt auch tun. Wir stellen mal hier auf Nacht. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh. Mit der Beleuchtung und so habe ich mich auch noch gar nicht so auseinandergesetzt. Bin ich jetzt echt gespannt. Wir schauen uns das Ganze mal hier von oben an. Von unten sieht es wahrscheinlich auch sehr nice aus, ne? Ja, ist schon schön, hier überall so ein bisschen Beleuchtung zu haben. Auch hier die Palmen und so. Also du hast hier wirklich viel Mühe gegeben, was das angeht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal zurück in dein Zoo zu kommen. Oh, guck mal hier vorne, wie das aussieht. Hier der Springbrunnen, mega cool beleuchtet. Das ist schon awesome. Das werde ich auf jeden Fall auch machen in meinen Zoos, dass ich das bei Nacht dann auch noch alles richtig schön ausleuchte, weil das sieht echt toll aus. Da haben wir, glaube ich, auch noch Beleuchtung, oder? Das kann ich... Ah, nee, das spiegelt nur. Okay, hier hast du anscheinend noch nicht beleuchtet. Nur so ein paar Straßenlaternen. Aber muss ja auch nicht alles beleuchtet sein, ne? Die Tiere wollen ja bei Nacht auch schlafen. Ist ja nicht so, dass die ganze Zeit wach bleiben wollen. Ah, das ist schon cool mit diesen Lichtern, ne? Schaut euch das mal an. Also, es sieht schon nice aus mit diesen Scheinwerfern. Das Einzige, was ich nicht so schön finde, sind die Scheinwerfer an sich. Aber die kann man vielleicht auch ein bisschen verstecken oder so. Das wäre ganz nice, ne? Kann man die im Boden... Oh, man kann die sogar im Boden rein theoretisch machen. Ich meine, dann sieht es zwar unlogisch aus, aber ja, vielleicht kann man sich da irgendwas Cooles überlegen. Weil wenn die einfach nur so stumpf davor sind, sieht halt irgendwie... Müsste man halt irgendwie noch umranden oder einbauen in die Felsen oder sowas. Ich denke mal, dann sieht das ein bisschen besser aus. Aber von der Beleuchtung her an sich sieht das schon sehr cool aus. Jetzt sieht man hier auch nochmal die Feuer sehr, sehr gut. Diese Musik. Also wenn ihr mir in Zukunft Zoos einschickt, macht auf jeden Fall überall diese Musikboxen hin. Dann habt ihr mich schon begeistert. Wie cool das ist. Hier sind auch die Sachen alle so ein bisschen beleuchtet, ne? Sehr nice. Na gut, die Läden an sich sind beleuchtet. Ich glaube, hier vorne hast du auch an sich noch gar nicht so viel gemacht mit Beleuchtung, ne? Nur so ein paar Fackeln und sowas. Also ich glaube, so das Hauptaugenmerk war der Eingangsbereich. Der sieht auch awesome aus. Und dieses Ding hier sieht auch mega cool aus. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt verabschiede ich mich wirklich bei euch. Ich wünsche euch noch was, Leute. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.